bin, kommen, um das geht es mir, das interessiert mich. Daher jetzt einmal abschließend, was gibt es jetzt noch zum lateinischen und griechischen Alphabet zu sagen? Ganz einfach Geschichte, also diejenigen, die quasi diese Weltformelprogrammierung oder diese Zeitmatrix quasi da generiert haben, die haben tatsächlich das lateinische Alphabet verwendet. Und zwar, lateinisches Alphabet, wissen wir, hat 26 Buchstaben, mal 37 gibt 962. Das Problem da dabei ist, es reicht mir nicht, dass ich quasi damit so etwas wie eine in sich geschlossene Zeitschleife generieren kann. Dazu brauche ich 27. Buchstabe. Also 27 mal 37 ist 999. Die wiederum haben innerhalb dieses Systems, wo die 666 quasi die Mitte bildet, oder das zweite Drittel. Das erste Drittel ist die 333, zweite Drittel ist die 666, drittes Drittel ist die 999. Wichtig bei der Geschichte ist jetzt wiederum das zweite Drittel und das dritte Drittel. Wenn ich hingehe und nehme das zweite Drittel mit der 666 und das dritte Drittel mit 999 und schreibe die einfach nebeneinander, untertrennt mit einem Schrägstrich und ich drehe das jeweils immer um 180 Grad, habe ich jeweils immer die gleiche Zahl dastehen, egal wie ich es drehe. Okay, wunderbar. Gibt es jetzt noch irgendwas, sagen wir, auf der Meta-Ebene über das Ganze zu sagen? Weil, wie gesagt, da schwirrt allen, inklusive mir, der Kopf. Das muss man nachlesen. Und es gibt auch, und da gibt es ja auch einige Informationen auf deinem Blog. Also, wie gesagt, diese Dinge hier zu behandeln, ist zu viel auf einmal. Das muss man auch irgendwie schriftlich sehen. Nein, würd ich so. Nein, ist so, glauben wir das. Es ist einfach. Weil du hast mich ja gefragt, welche Rolle spielen die zwei Alphabete da dabei? Und die zwei Alphabete spielen in dem Augenblick eine sehr, sehr große Rolle, ja, weil man hat also zur Codierung oder zur Generierung dieses ganzen Zeitmatrix-Systems also nichts anderes verwendet wie das lateinische Alphabet, das eben normalerweise eben die 26 Buchstaben hat und hat dem einen 27. Buchstabe dazugehängt, und zwar das E. Man kann das auch überprüfen, indem man einfach wiederum in Wikipedia reingeht, einfach Enigma eingibt. Die Enigma ist diese Codiermaschine, die im Zweiten Weltkrieg also von den Nazis verwendet wurde, sind um ihre ganze Funksprüche zu kodieren. Und man wird dann feststellen oder so, dass eben genau diese 27. Buchstaben in das E ist, damit man auf diese Geschichte kommt. In Verbindung mit dem griechischen Alphabet jetzt wiederum, das hat 24 Buchstaben, hat wie gesagt jeder einzelne Buchstabe quasi für sich gesehen sämtliche irgendwie wichtige Formeln in der Chemie drin, in der Mathematik, in der Elektrotechnik und. Das kann man selber also auch überprüfen, indem man einfach auch wiederum in Wikipedia reingeht und einfach Alphabete eingibt und das Griechische sich dann auswählt oder so und dann mal schaut, in welche Systeme das quasi angebunden ist oder maßgeblich ist als Formel in der Formel drin. Und da dabei ist dann ganz einfach wichtig, ich habe die richtige Grundzahl, das ist die 37, die Primzahl 37, und nehme die mal 24 griechische Buchstaben, komme ich auf die 888 geteilt durch 4, ist 222 mal 5, komme ich auf die 1110. Die 1110 ist wiederum aus dem Grund wichtig, weil ich muss es quasi innerhalb diesem Codierungssystem es schaffen, aus sich selbst heraus quasi in die vierte Zahldimension zu kommen, die wiederum auch der vierte Zeitdimension entspricht. Also quasi, damit ich überhaupt diese Codiermöglichkeit habe. Ja, und das ist aber für viele natürlich, auch für mich, schwierig als Beweis hinzunehmen. Du stellst da zwar schon numerologische und numerische Zusammenhänge dar, aber Beweis. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause und danach gehen wir dann wirklich in Medias Res. Weiß nicht, dein Akku ist noch in Ordnung? Der ist schon in Ordnung. Okay. Falls nicht, dann wird er wahrscheinlich piepsen. Okay, wir machen jetzt einfach eine kurze Pause und danach gehen wir dann quasi aufs Eingemachte und danach möchte ich dann vor allem auch eben den Zusammenhang herstellen mit dem, was dann wirklich real hier in unserer Welt passiert. Okay, bleiben Sie dran, wir kommen gleich wieder.
Ja, und hier sind wir wieder. Es ist eine keine einfache Sendung. Sehr viel Information, die da daherkommt. Sehr viel basierend auf Numerologie, was nicht sehr griffig ist. Ich werde versuchen jetzt, dass wir in der nächsten Stunde da etwas griffiger werden und dann vielleicht gegen Ende dann auch bereits das Skype-Phone aufzuschalten. Und jeder, der jetzt da sitzt und sich den Kopf kratzt, soll einfach selber an Ilja Papa die Fragen stellen, die unter den Nägeln brennen. Ilja, kommen wir vielleicht jetzt am Anfang des zweiten Teils auf Nostradamus zu sprechen und dessen Vorhersagen, die ja dann schon konkreter in unsere Welt fallen, wo also mehr Leute dann auch das nachvollziehen können. Mhm. Also bezüglich Nostradamus ist eigentlich eine der wichtigsten Aussagen überhaupt. Und zwar ein Typ namens Ray Nolan hat da Untersuchungen angestellt. Der ist also hingegangen und hat sich also tatsächlich alte Drucke besorgt von 1668, soweit ich erinnern kann, und hat es untersucht und hat also einfach gesagt, also die Drucktechniken, die bei dem Buch verwendet worden sind oder so, stammen keinesfalls aus dem 17. Jahrhundert, sondern die stammen weit aus der Zukunft. Er kommt auch zu dem Schluss, dass letztendlich also Nostradamus nicht eine einzelne Person war, also nicht dieser Michel de Notre Dame war, sondern dass er letztendlich eine Gruppe war, die sich Wir geben das Unsere nennt, was er aus dem Namen Nostradamus quasi raus ableitet. Eine der wichtigsten Aussagen von Nostradamus ist unter anderem auch in dem einen Vers begründet, wo er dann sagt, 500 Jahre lang wird man von dem, der eine Zierde seiner Zeit war, nicht gerade für ihn halten, doch plötzlich wird man es also weltweit verstehen und man wird in dem Jahrhundert auch recht glücklich darüber sein. Im Endeffekt verbindet sich diese Geschichte quasi auch mit den Entdeckungen, die ich da gemacht habe, was ich da beschreibe mit diesen Zeitgenerierungssystemen, welche Rolle da dabei diese Zahlen, also die Primzahlen insbesondere, spielen, wobei dazu ganz explizit sagen muss, also es ist keine Numerologie. Also das, was ich da gefunden habe oder so, ist letztendlich also quasi die Möglichkeit, wie ich Informationen aus Begriffe, aus Namen rauslesen kann, also über diese Zahlen, in dem Augenblick, wenn es die gleiche Zahl sind oder so, gibt es da irgendwelche Verbindungen, die muss man dann natürlich dann auch zusammensuchen, muss ich darstellen. Und es ist eine komplett neue Geschichte, die man mit Sicherheit also nicht innerhalb von 2 oder 3 Stunden wird darstellen können. Aber ich biete eben dazu erstens mal meine Bücher an, b über meine E-Mail-Adresse, also 3 Dokumente, wo das eine oder andere dann doch schon ersichtlich ist. Und ich beantworte eigentlich auch jedem über die private E-Mail-Adresse jede Frage, die er irgendwie hat oder so. Oder ich gebe ihm einen Hinweis, wo er denn suchen muss oder so, damit er quasi ein bisschen klarer an die richtigere Wahrheit drankommt. Ja, und deine E-Mail-Adresse ist ja auch von der Startseite aus derzeit verlinkt und wird dann auch im Archiv vorhanden sein. Und stimmt, Numerologie ist ein bisschen nicht ganz der richtige Begriff. Es sind numerische Zusammenhänge, die du über Primzahlenschlüssel 37 und 6 aufstellst. Ne? Mhm. Also 6 ist keine Primzahl, aber ich meine, über Numerologie wäre in dem Augenblick also ein absoluter Blödsinn, weil ich habe ja quasi über diese Basiszahl, also über die tierische 666, wo die Bibel ja explizit dazu auffordert, also den Klugen auffordert, er möge denn quasi dieses Rätsel lösen. Und wenn man sich dann auch mit der Geschichte beschäftigt oder so, spielen dann auch schon ein paar Zahlen oder eben auch dieser Begriff Ili aus dem Griechischen raus, der eben genau die 11 von der 10 ergibt, spielen eine sehr, sehr große Rolle, aber es sind auch andere Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Ich bin dann beispielsweise auch hingegangen und habe die ganze Primzahl zwischen 2 und rund 5000 untersucht und habe da versucht herauszufinden oder so, was da die Merkwürdigkeiten drin sind. Und da gibt es eine, es gibt größere Primzahlenlücke, wobei die größte Primzahlenlücke oder Zahlenlücke überhaupt, wo keine Primzahlen quasi drin vorkommen oder so, ist mit 34 gegeben.
Dann der zweite Faktor, der sehr, sehr große Rolle spielt, ist, wenn ich das quasi, also die Primzahlen auch als Jahreszahlen sehe oder so, sind die Lücken, die im 20. Jahrhundert vorherrschen, und zwar innerhalb der Primzahljahre 1913 bis 1931. Also wir erinnern uns dran, dass da also sehr, sehr schwerwiegende Dinge passiert sind. A, erst einmal der Weltkrieg, B, dann auch die ganze Inflation, alle die ganze Geschichte drumherum. Dann von 1931 weg bis 33 haben wir eine ganz normale Lücke von 2. Dann von 33 bis 49 haben wir eine sehr große Lücke drin. Und dann von 1951 bis 53 wiederum eine sehr große Lücke. Zwischen 33 und 49 muss man sich vergewärtigen, dass Hitler damals an die Macht kam, also das Dritte Reich da war, und 1949 beispielsweise auch die heutige BRD gegründet worden sind. Ja. Also an diesen Primzahlpunkten gibt es dann einschneidende Ereignisse, oder ist das Nein, zu verstehen? Also ich habe nach den Erkenntnissen, die ich daraus schließe, ist das einfach so, überall, wo irgendwie entweder über die sogenannte Weltformel quasi bestimmte zeitliche oder historische Dinge quasi verändert worden sind, also künstlich herbeigeführt worden sind oder so, tauchen entweder diese eklatante Primzahlenlücke auf, oder der andere Effekt ist einfach der, dass ich den sehr, sehr massiv, also quasi ganz bestimmte Primzahl innerhalb bestimmter Ereignisse habe, wie beispielsweise innerhalb der fünf große Terrorereignisse, beginnt mit New York 2001 und endend quasi mit London am 7.7.2005. Mhm. Gut, jetzt Nostradamus, da waren wir stehen geblieben.